Wenn eine Wiener Society-Ikone wie Christina Lugner Geburtstag hat, dann kommen sie alle. Noch viel lieber hier ins Strandcafé an die Alte Donau, eine schönere Location, hätte sich Christina wohl kaum aussuchen können. Hier weht ein kühles Lüftchen an diesem schwülen frühsommerlichen Junitag und alle Gäste stellen sich hier die eine Frage: Wie alt ist denn Christina Lugner nun wirklich? Du bist ja ein langjähriger Freund von Christina. Wie alt ist sie denn nun wirklich? 17. Sie muss 17 sein, weil sie schaut aus wie 17, sie benimmt sich wie 17, hat Humor wie 17. Sie hat eine positive Einstellung wie eine gesunde 17-Jährige und sie hat eine gewisse Grundnaivität wie eine 17-Jährige. Sie ist 17, definitiv. Naja, das ist ihr Geheimnis. Da würde ich nicht drüber sprechen. Geil, Schatzlein, über dein Alter sprechen wir nicht. Nein, wir sprechen über kein Alter. Man soll sich schätzen. Nein. Bei Schätzen, ich sage immer, Schätzen ist besser als sagen. Oh, stell dir vor, die schätzen mich dann noch älter als ich bin. Das war dann der Überclou. Sie ist über 40. Das ist die Wahrheit. Über 40, okay, was glauben Sie? Ja, ich habe mal gehört, dass sie ziemlich ähnlich alt ist wie ich. Aber nachdem ich mein Alter auch nicht sage, kann man nur raten, ich schätze mal, dass sie so 50, 51 ist. Boah, das glaubst du aber wirklich nicht selber. Man ist ja charmant. Nein, also das ist sie. Da würde sie dir den Kopf abreißen, wenn sie das erfahren Dann ist würde. Sie 45. Also den Beitrag, den spielen wir heute erst am Abend. Dann nicht zu genau, dann bleibt er noch oben bis morgen. Was ist denn, glauben Sie, das Schönheitsgeheimnis von der Frau Lugner? Naja, ich habe ja das live erlebt. Ich war ja 17 Jahre verheiratet mit ihr und ein Jahr vorher haben wir uns gekannt und wir haben eine gemeinsame Tochter und sehen uns immer wieder noch. Sie ist eine umtriebige Person und liebt wahrscheinlich schöne Männer. Deswegen hat sie sich von mir scheiden lassen. Und das ist ihr Geheimnis, warum sie schön geblieben ist. Frau Lugner, Sie verraten uns ja sicher nicht, wie alt Sie geworden sind. Doch, ich kann es gern verraten. Wenn wir alle 1,5 Millionen Zuseher von OE24 ins Zeugenschutzprogramm nehmen, bitte den beiliegenden Fragebogen auch gleich unterschreiben. Ja? Nein, also wirklich Alter verrate ich nicht. Aber ich habe ja ohnehin gesagt, das Alter ist insofern komplett irrelevant, wenn man den richtigen Beauty-Doc kennt. Ja? Und Gott sei Dank bin ich ja mit dem Vorsex so richtig verhabert. Ja? Also bitte mit Untertitel einblenden, bitte verhabert heißt gut befreundet. Und abgesehen davon sage ich ja sowieso, ja, nach meinem Geheimnis sage ich immer die drei großen Ws. Ja? Weil wenn man so nach Hollywood schaut, die sagen dann immer alle, ja mein Gott, ich trinke 10 Liter Wasser am Tag, mache Yoga 5 Stunden. Also mein Geheimnis sind die drei großen Ws. Ja? Das ist Wasser, Wein und Worsek, ja. Und von allen dreien eine gut dosierte Menge und man kommt damit ganz gut durchs Leben. Das ist ein tolles Rezept, ja. Also man kann wirklich nur sagen, dem Dr. Worsek gut gemacht. Aber ich glaube, das sind schon auch die Gene und ein bisschen so ein jugendlicher Typ. Aber was ist denn sonst abseits davon, was erhält dich sonst jung? Was hast du für einen Lebensstil? Naja, ich versuche mich schon relativ gesund zu ernähren. Schwimm sehr viel, das brauche ich für den Rücken, weil ich große Bandscheibenprobleme habe. Schwimm auch sehr viel. Und ja, Alkohol ja, aber in Maßen halt, nicht in Massen, sondern in Maßen. So ein, zwei Glas Rotwein oder Champagner und das passt dann auch wieder. Und eigentlich sind alle da, bis auf meine liebe, gute, alte Freundin Janine. Janine braucht wieder mal ihren eigenen besonderen Auftritt. Ja. Wahrscheinlich kommt es erst dann, wenn das Essen schon wieder vorbei ist. Das Essen fängt dann um 6 an. Ja, vielleicht ist es ja heute noch zu heiß. Ja, ich kann es ja nachempfinden, aber wie gesagt, besser so als anders. Ich habe bereits hier im Strandcafé reserviert, knapp nach Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, scheiße, was mache ich, wenn das Wetter schlecht wird? Ich meine, es ist drinnen auch sehr schön, ja. Aber ich habe das Lokal bewusst gewählt, weil ich im Sommer Geburtstag habe und natürlich herausfeiern will. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, was soll mir passieren? Ich bin so ein Glückskind, ja. Ich bin so ein unfassbares Glückskind. Also es kann mir einfach gar nichts passieren.
Was auch immer Christina Lugners Geheimnis ist, eines steht fest, es ist ihre Lebensfreude und auch ihre Freude und ihre Liebe zum Wasser. Sie bezeichnet sich ja selbst als Meerjungfrau und wie eine solche wirkt sie in diesem silbernen, engen Kleid, die ihre wirklich schlanke Figur wunderbar zur Geltung bringt und mit ihrem roten Haar und ihrem Lächeln.